So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14. Ja, wir haben jetzt schon so einige Kapitel abgeschlossen, unter anderem Hulkamania Runs Wild, The New Generation, The Attitude Era, Ruthless Aggression und jetzt kommen wir zum letzten Kapitel und zwar Universe Era. Man kann es auch beschreiben als PG Era, weil, soweit ich weiß, fängt das bei 2008 an. Mal gucken. Ja, 2009. Aber, na, 2008 wurde WWE PG. So, und das erste Match ist bei WrestleMania 25 und es ist wieder ein Triple Threat Match um die World Heavyweight Championship diesmal. So, da seht ihr auch schon, John Cena hat da einen Double AA probiert, ist ihm aber nicht ganz gelungen, soweit ich das recht in Erinnerung behalte. Ja, lesen wir einfach mal vor den Hintergrund. Nach dem Hauptmatch der Raw-Veranstaltung vom 2. März kündigte SmackDown General Manager Vicky Guerrero an, dass ihr Ehemann Edge seine World Heavyweight Championship gegen Big Show beim 25. Jubiläum der WrestleMania verteidigen würde. Bei der Raw-Veranstaltung vom 9. März kündigte Vicky überraschenderweise für Edge und Big Show an, dass ihr World Heavyweight Championship Match bei der WrestleMania nun ein Triple Threat Match mit John Cena sein würde. Kurz danach wurde bekannt, dass John Cena Vicky mit Filmmaterial von ihrer Affäre mit Big Show erpresste. Daraufhin organisierte Vicky ein Match zwischen Edge und Cena und ihr selbst als speziellen Gastringrichter. Als Edge und Cena ihren Kampf bestritten, kam Big Show und Edge Beistand, kam Big Show, um Edge Beistand zu leisten. Edge spierte Cena, Vicky klatschte ihm eine und Big Show lieferte den Knockout Punch. Aber es war Edge, der die klarste Nachricht der Nacht sendete, indem er Big Show spierte. Okay, wahrscheinlich ein Promo-Video. Ja. As global trends shift and change, so does WWE. New faces emerge as WCW fails to match WWE's popularity. And while the Attitude Era ushered in highly charged and explosive elements to the WWE universe, a new term defines sports entertainment in the new millennium. Who among you has enough ruthless aggression? I'm a main event player. These fools in the background. I take over you, and then I take over SmackDown. There is no doubt John Cena generates the emotion out of our fans. While there was an influx of new superstars, there was plenty of attitude still remaining. The largest athlete! I am the biggest, baddest superstar to ever hit this company. I have never seen one individual dominate like this. As a result, superstars old and new focused on one common vision. Domination. And familiar faces re-emerged with ruthless intentions. The ultimate opportunist has done it again. I'm the rated R superstar, and you better get used to it. Edge, the Big Show, they have done every tactic to try to keep me away from the World Heavyweight Championship. Wait a minute, Cena's in bad trouble now. And keep me away from WrestleMania. A ruthless ride. I am going to WrestleMania to fight. I am going to WrestleMania to be the World Heavyweight Champion. Where will this new ruthless generation take WWE? John Cena versus Edge versus Big Show for the World Heavyweight Championship. And what will be their legacy? Wir werden sehen. So, wir spielen John Cena. Okay. Führe einen Tag Team Move an Big Show aus. Okay, dann muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Und ein Five Knuckle Shuffle an Edge. Ah, dieses Triple Threat Matches. Ich erinnere da an die letzte Episode. Na, war nicht ganz so schön, ne? Achso, vergesst doch bitte nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und Entrances. The following Triple Threat Match is scheduled for one fall and is for the World Heavyweight Championship. Making his way to the ring from Toronto, Ontario, Canada, weighing 241 pounds, the World Heavyweight Champion, the rated R Superstar. 70,000 fans greeting the World Heavyweight Champion. An entrance befitting an 8-time world champion. The World Heavyweight Championship is on the line. 3 men will be in this match, but only 1 man can leave with that gold. Well, in a triple threat match,
three men, as you say, battle at the same time. There can only be one winner, and the champion Edge is at a big disadvantage. Okay, neues Attire für Edge halten wir wahrscheinlich frei, wenn wir das Match hier absolvieren. Oh, Howard Finkel hat jetzt nach den Kommentatoren gelabert. Auch mal neu. Und jetzt wieder anders. So, fangen wir an mit dem Match. Musik an. So, manche von euch haben auch gesagt, dass die Musik ein bisschen zu leise ist, aber ich werde sie jetzt die letzten Parts einfach so lassen. Ich habe jetzt keine Lust, für die letzten paar Parts daran rumzuexperimentieren. Am Ende wird das nichts. Ja, besser zu leise als zu laut, ne? Wenn zwei Superstars in einem, also die Musik jedenfalls, solange meine Stimme hier noch zu hören ist, ist ja alles okay. Wenn zwei Superstars in einen Griff verwickelt sind, nähere dich und drücke X für einen Doppelteam-Move. Und wir müssen das machen. Für einen Tag-Move an Big Show aus. Das heißt, Edge muss Big Show grappeln. Wenn möglich. Oder wir. Und der andere muss dann eingreifen. Na. So, dann müssen wir jetzt hoffen, dass. Das ist schon das Erste. Das wird doch wieder nichts. So, jetzt. Oh. Ich dachte, jetzt geht er in den Grapple. Jetzt. Geht doch. Schön. Doch einfacher als gedacht. So, dann gehe ich raus. Und taunte. Und dann muss ich einen Five Knuckle Shuffle an Edge ausführen. Und ich hoffe, dass Big Show uns da nicht unterbricht. Das wäre suboptimal, ne? Und dann warte ich mal auf die anderen versteckten Ziele. Ich muss ein Double AA ausführen. So, er liegt schon gut. Nein, doch noch nicht. So, er muss sie erstmal. Hallo. Und? So, jetzt müsste er, wenn möglich, liegen bleiben. Oder auch nicht. Ah, oh Mann, das geht schon wieder gut los hier bei Let's Play WWE 2K14. Dann halt noch eine Doppelaktion: Double Chokeslam. Nice! Machen wir mal AA, vielleicht hätte ich mir ihn auch sparen sollen. Falls ich doch so viele Finisher brauche für diese Aktion. So, nein, hier wird nicht gepinnt. Five Knuckle Shuffle, okay. So. Nein! Zu spät. Sollte mich lieber raushalten, finde ich. Nicht, dass ich wieder am Ende mit einem verkackten Pin. Ende. Ja, am Ende. Ja. Und raus. Nein. Und raus. Ja. Jetzt geh raus hier. Und taunten. Lass die beiden mal machen. Ich mach das jetzt kurz vor dem Signature Move. Oder? Ja. So, Big Show, das. Dich hinlegen? Ah, war wohl nichts. Jetzt macht er sein Comeback-Moment. So, aber wenn A fertig ist, dann mache ich so. Drehen einmal und zeig dann die Five Knuckle Shuffle. Ah, ich habe noch keinen. Jetzt aber. Jetzt. Zack, zack, zack.
Warum nicht, greift er nicht ein? Danke, Big Show. Was ist das nächste Ziel? Greift den Stehenden dreimal im Ring an, okay. So, zack. Nein, ich will noch gar nicht pinnen. Also ich muss ihn dreimal angreifen. Ich punche ihn einfach dreimal. Zack, zack. So, reicht das noch nicht? Ach, greif den. Ach so. Nicht greif an, sondern greifen. Scheiße! Da kommt das Spear! Big Show, komm, greif ein. Greif ein, greif ein. Das darf nicht das Ende sein. Das darf nicht das Ende sein. Jetzt ziehen sie mich voneinander. Oh. Ich dachte schon, es wäre schon vorbei. Aber nein. Nein. So. Soll ich greifen? Dann mache ich das. Eins. Steh auf. So. Und irgendeine Aktion zeigen. Na, und gekontert werden in den Belly to Belly. Na. Na. Zack. Reicht das? Sieht das als Grapple? Einmal noch, ne? Jetzt aber, oder was? Nö, einmal muss ich noch. Dreimal im Ring, ja. Und? Okay. Und Leg Drop. Versuche ein Elbow an einem kritisch angeschlagenen Big Show an Ring. Okay, das kriege ich auch noch hin. Der ist schon auf kritisch. Der muss ja bloß noch mal in den Ring kommen. Ich suche einen AA, ja. So, ich habe zwei Finisher. Ich lade einfach schon mal auf. Für den Fall der Fälle. Kritisch angeschlagen am Big Show, ja. Das mache ich. Na, kommst du rein? So. Okay, brauchen wir nicht alleine probieren. Bam! Und? Jetzt müssen wir noch Pin zeigen. So, besiege Big Show durch Pinfall. Machen wir mal eben. Dann ging es noch einfacher als gedacht. Jawohl! Schön! Ich dachte, jetzt müssen wir wirklich drei Finisher haben oder so. Es war doch das mit drei Finisher. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie Dings probiert. Double Finisher. Naja, jetzt komm, übertreib mal nicht. Übertreib mal nicht. Das war's auch schon mit diesem Match. Und gehen wir direkt zum nächsten Match. So, WWE Championship Rated R Spinner Belt. So, dann haben wir wahrscheinlich Attire. Gut. Zeitachsenmenü und gucken, welches Match uns als nächstes erwartet bei WrestleMania 25. Und zwar Triple H vs. Randy Orton um die WWE Championship. Randy Orton gewann das Royal Rumble Match von 2009 und verdiente sich einen Titelkampf seiner Wahl um die World Championship beim 25. Jubiläum der WrestleMania. Während eines erbitterten Kampfes führte Orton einen RKO an Stephanie McMahon aus und entzürnte somit Triple H, den WWE Champion und Stephanies Ehemann. Bei der Raw-Veranstaltung vom zweiten Match überzeugt Triple H Orton, seine Chance auf den Titel zu nutzen, in einem Match um die WWE Championship gegen ihn beim 25. Jubiläum der WrestleMania. Eine Woche später bei der Raw-Veranstaltung kam Triple H mit einem Vorschlaghammer raus und griff Orton an. Die Woche danach griff Orton Triple H an und legte ihn am Top-Rope-Seil des Rings in Handschellen. Stephanie McMahon erschien und flehte Orton an ihrem Mann
flehte Orton an, ihrem Mann nichts zu tun. Stattdessen, während Triple H hilflos mit ansehen musste, führte Orton eine DDT an Stephanie aus. Schön. Dann machen wir das Ganze mal. Wir spielen Triple H. Signature Move, zwei Pedigrees. Hört sich machbar an. Oh. Introducing the challengers, weighing 245 pounds, Randy Orton. You know, somehow evil shouldn't look that good. I mean, this guy looks like he's chiseled out of stone and ready to do some serious damage. You know, JR, it's ironic that at the 25th anniversary of WrestleMania, Randy Orton is seeking to destroy the family that started it all, the McMahons. Well, tell you what the WWE title means to the McMahon family. I've known them a long time, known them well. The WWE title has always been the centerpiece of this magnificent organization that goes back four generations. The WWE title is the one thing left that Randy Orton can take from Triple H. Gut. Bitte frei für The Game. Na endlich. Brauchen wir ewig, ne? Ewig. Aber ist schon okay. Kann man ja skippen alles, ne? Kann man ja alles skippen. So, Spinebuster, zwei Pedigrees und das letzte Ziel wird uns noch offenbart anscheinend. So. Und. Hey. Satz. Hat er gekontert. Gut geht das Ganze hier nicht los. Jetzt. Das. Mann, eh. Kommen wir gar nicht zu irgendeiner Offensivaktion. So, Whip and antäuschen. Zurück. Und gekontert werden. Und, ja. Und ich kontern können. Ja. Nein. Gekontert. Geht doch. So, zack. Irgendeine Aktion zeigen. Oh, noch nicht gekontert werden. Schön. So, aufheben direkt. Whip in. Starker. Zack. Und einmal gekontert werden. Ja. Ja. Können wir auch. In die DDT. So. So eine Art DDT. So. Whip in. Facebuster. Und. Nein. Ach man, Leute. Nochmal gekontert. Probieren wir es nochmal mit dem harten Irish Whip. Jetzt aber. Ja. Schön ist das geworden. Und nochmal. Zack. Und.
Piledriver oder Powerbomb. Es wird ein Piledriver. Aber der ist doch gebannt. Vor allem in der Universe-Era. Das heißt gebannt, nicht gern gesehen. Hat man ja schon so einiges gehört. Zum Beispiel beim letzten Cena und CM Punk Match bei Raw Anfang des Jahres. Da haben sie ja einen gezeigt. Und so wie man gelesen hat, haben die dafür ein bisschen Heat bekommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, Punch, Punch, Punch. Jetzt hat er schon wieder einen Signature Move. Jetzt will er uns pinnen, ja? Lass uns aufstehen. Und genau, das wollte ich vorhin zeigen. Jetzt haben wir auch gleich einen Signature Move. Zack, zack. Und DDT. Ja, genau. Sag ich auch immer. Orton hat einen Finisher. Wir haben Spinebuster gesammelt. Und den ersten Pedigree werden wir katapultmäßig ausführen. Zieh durch, mein Junge. Und Dreieck. Wunderschön. Und badam. Und Pin. Und 1, 2, 3. Nein. Ach stimmt, ich darf ja noch gar nicht Pin. Ah, gut, dass er ausgekickt hat. Wäre ein bisschen doof gewesen. Bam, 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 bam. Ich muss aufpassen, dass er hier nicht den AKO ansetzt. Den hat er ja auch als Katapult-Finisher. Nochmal ein Spinebuster. Quatsch. Piledriver. Was erzähle ich nur? Hehehe. So. Gleich zeigen wir auch den zweiten Pedigree. Ah, schon wieder verarscht. Bin so ein Troll, ey. So ein Troll. Nein, 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 das war eine schlechte Idee. Raus, 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 raus. Wieso hat er ein Comeback? Nein. Scheiße. Nein! Nun komm! Oh Mann! Das probiere ich gleich nochmal. Tut mir leid, Leute, das war jetzt echt doof von mir aufs Top Rope zu gehen. Ah, Kopfschüttel nur 3. Der Pin war auch nicht schwer eigentlich, aber wie gesagt, ich verkacke bei Pins und drücke dann meistens zu früh. So, dann torn dich halt. Das Match mache ich auf jeden Fall hier noch ein paar zu Ende. Das kann ich euch sonst nicht antun. Tja, ist ja fast Déjà-vu von der letzten Folge. So, fick dich. Suck it. Und badam. Mach das hier ein bisschen schneller jetzt. Und so noobig, wie man es von mir kennt. Wie man es von mir kennt. So, einmal dahin. Hoch mit dir. Und Superplex. Und wir sehen Arsch vom Referee mal wieder. Ne, wir kennen Superplex. Double Underhook, Superplex. Zack. Du tornest so lange, mein Freund. Und nochmal ein Piledriver. Badam. So, ich mach mal gleich den ersten Pedigree. So, Nummer 1. Nummer 1. Gelingt. So, jetzt kann ich mal eine Runde taunten. Haben wir hier die Runde rum. Mit den mit den Richtungstasten. Juhu. So, dann irgendeinen Grapple ausführen. Da. Schön. Ja, wenigstens hat Orton jetzt nicht so diese Offensivaktionen gezeigt, wie beim ersten Versuch, ne? Fall hin. Danke. Fall hin. Nein! Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Du darfst kein Comeback-Moment machen, sondern wir machen jetzt unseren Signature-Move und dann den zweiten Pedigree. Ist ja klar. Ist ja klar. So. Kann man eigentlich auch mit mit Fake Irish Whip den Katapultings machen? Ich weiß es nicht. Ich will es jetzt aber noch nicht ausprobieren. Ich möchte den ganz normal, den Katapultings machen.
So. Zack. Und Dreieck. Da kommt der zweite Pedigree. Hab ich doch schon. Ach so, ja, Pin. Ja, dann halt nochmal ein Pedigree. Whatever. Whatever. So, jetzt darf ich mir keinen RQ einhandeln lassen. Suboptimal wäre das Ganze, ne? Und? Wie sieht's denn mit dem Lime Damage aus? Ganz gut. Für uns jedenfalls. Hau auf da, genau. Nochmal. Na? Gehen wir auf den Kopf, wollte ich sagen. Und wollte ich auch machen. Na, da sind wir schneller hoffentlich. Und Kopf. Machen wir mal Running DDT. Blutet er noch nicht. Das war denn der zweite Signature Move. Spinebuster. Wie? Warte mal. Nee, da habe ich mich jetzt verguckt. Der hat nur zwei Pläne. Okay, okay, okay. Okay, okay. So, ich möchte das jetzt als Catch-Finisher probieren. Und hoffe darauf, dass er auch runterspringt, wenn wir warten. Nochmal probieren. Nochmal. Hoch. So. Komm, spring! Ich hab doch da gedrückt! Ich mach da immer Button-Smashing dabei. Ah. Bei der nächsten Gelegenheit halt. Jetzt zum Beispiel. Und? Wird nicht gekontert. Das ist schön. So, und Pin. Das muss jetzt aber reichen, oder was? Geht doch! Hey! This one is over. Eine weitere Folge Let's Play WWE 2K14 ist vorbei. Wir haben dieses Mal zwei Matches gesehen. Einmal ging es um die World Heavyweight Championship und da haben wir erfolgreich gewonnen. Ja, erfolgreich gewonnen ist klar. Mit Cena und am Ende war es wieder ein kleiner Akt. Beim zweiten Versuch haben wir es dann auch geschafft, mit Triple H unsere WWE Championship zu retainen gegen Randy Orton. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Haut rein!